Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teaching on the Bright Side. Mein Name ist Julia und ich zeige dir heute, wie du einen geteilten Google Drive Ordner erstellen kannst. Du brauchst dafür Google Chrome und ein Google Konto. Öffne Google Chrome und klicke dann rechts oben auf die Kästchen. Scrolle nun hinunter, bis du ein dreieckiges Symbol mit dem Namen Drive siehst und klicke es an. Es öffnet sich nun die Anwendung Google Drive. Um einen neuen Ordner zu erstellen, klicke links oben auf das bunte Pluszeichen und dann auf Ordner. Wähle nun einen Namen für deinen Ordner und klicke auf Erstellen. Du kannst auch einen bereits vorhandenen Ordner mit Dateien von deinem Computer hochladen. Dafür klicke erneut auf das bunte Pluszeichen, dieses Mal wählst du aber Ordner hochladen. Wähle den gewünschten Ordner aus und klicke dann auf Hochladen. Sobald alle Ordnerinhalte hochgeladen wurden, erscheint ein Ordner und du kannst ihn auswählen. Du kannst viele verschiedene Dateiformate hochladen. In meinem Beispielordner sind zum Beispiel eine Excel-Tabelle, ein PDF und eine Bilddatei. Um diesen Ordner nun freizugeben, klicke oben neben Meine Ablage auf Google Drive. Klicke nun auf Freigeben und gib dann die E-Mail-Adressen der Personen ein, mit denen du zusammenarbeiten möchtest. Achtung! Die betreffenden Personen brauchen ebenfalls ein Google-Konto und eine damit verbundene E-Mail-Adresse. Du kannst auswählen, ob die Personen nur Betrachter oder Mitbearbeiter sein sollen. Wenn du möchtest, gib eine kurze Nachricht ein und klicke dann auf Senden. Wenn deine Kolleginnen und Kollegen ihre E-Mails über Gmail abrufen, sieht die Nachricht, die sie von dir bekommen, so aus. Über den Link in der E-Mail gelangen sie direkt zum freigegebenen Ordner. Wenn sie eine Datei hinzufügen wollen, klicken sie links oben auf das bunte Pluszeichen und dann auf Datei hochladen. Einfach die gewünschte Datei auswählen und dann auf Öffnen klicken. Einige Sekunden später ist die Datei für jeden, der Zugriff auf den Ordner hat, sichtbar. Falls du mal vergessen hast, für wen du den Ordner freigegeben hast, oder falls du jemandem die Freigabe entziehen möchtest, klicke einfach oben auf das Symbol mit den beiden Köpfen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kurzen Video weiterhelfen und deinen Arbeitsalltag vereinfachen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal! PS: Falls du dich für das im Video hochgeladene Muffin-Rezept interessierst, dann schau doch mal unten in die Videobeschreibung.